So, nachdem wir uns jetzt eine Weile nicht gemeldet haben, gibt es ein paar Neuigkeiten. Wir sind in einer neuen Unterkunft und wir machen uns jetzt auf den Weg, um meine Schwester abzuholen. Die kommt nämlich mit ihrem Freund uns besuchen. Eigentlich hätten die schon gestern ankommen sollen, allerdings haben die es nicht geschafft, ihren nächsten Flug in Quito zu bekommen. Besser gesagt, die waren da, aber der war überbucht und dann mussten die jetzt eine Nacht in Quito bleiben. Ziemlich ärgerlich, aber jetzt haben sie es mit dem nächsten Flieger geschafft und kommen für die nächsten 2,5 Wochen. Ja. Aber reisen recht viel rum. Das heißt, wir haben morgen und übermorgen hier in Lima mit den beiden. Bevor es auch für uns dann wieder weitergeht. Bisschen auch gut. Bei uns ist heute Weihnachten, weil Johannes Schwester 1000 Sachen uns mitgebracht hat und wir freuen uns wahnsinnig, als ob es Weihnachten wäre. So, früher morgen, hier wird schon fleißig gearbeitet und wir sind gerade zu viert unterwegs. Das sind unsere Gäste und mit denen geht es zusammen auf eine Sightseeing-Tour durch Lima. Das heißt, da schnappen wir uns jetzt vom Bus. Das Geile ist, wir sind eigentlich die, die schon so lange unterwegs sind und meine Schwester und ihr Freund haben alles organisiert. Also lassen wir uns mal überraschen. Jetzt sind wir mit unserer Truppe unterwegs. Wir haben so ein Hörgerät-Ding bekommen. Und damit haben wir jetzt die Tour. Und sind jetzt in so einem Kloster. Und das Kloster heißt Santo Domingo. Der da. Wir waren jetzt in dem Kloster Santo Domingo und machen uns jetzt auf den Hauptplatz in der Altstadt von Lima, und zwar zum Plaza Mayor, wo der Regierungspalast ist und wo die Kathedrale steht. Und testen einen Pisco, weil wir haben ja noch keinen getrunken. Wir hatten gestern Abend eigentlich schon zur Begrüßung genug Piscos und jetzt ist irgendwie 11 Uhr morgens und es gibt den nächsten Pisco. Wir haben wieder Bock. Salut! Für uns geht es jetzt direkt weiter ins Schokomuseum. Gleich nebenan. Gleich nebenan. Und vielleicht probieren wir hier Schokolade. Wir wissen es nicht. Zurück ins Auto, denn wir fahren weiter zu einem Museum und das ist der letzte Stopp für heute bei der Tour. Und
Nächster Stopp, wir sind jetzt mit dem Bus bis ein bisschen nördlich von Lima gefahren und sind hier im Museo Larco. Und hier hat es wohl die größte Sammlung an Keramikvasen in Peru. Also das klingt richtig spannend. Das sind schöne Blumen. Bei dem Museum und obwohl eigentlich das nicht so begeisternd klang, Keramikvasen anzuschauen, war das ziemlich cool. Man hat viel erfahren über so Prä-Inka-Kulturen hier in Peru. Das war ziemlich cool, also viel besser als erwartet, aber ich glaube, da macht es wirklich Sinn, mit einem Guide durchzugehen, weil es da wirklich viele Informationen gibt, die man nicht checkt. Und jetzt gehen wir Mittagessen. Wir sind jetzt in einem der wohl bekanntesten und typischsten Lokale, nämlich El Chinito, der kleine Chinese. Und hier gibt es Chicharron, das ist auf so einem Sandwich frittiertes Schweinefleisch. Na dann. So, gesättigt gehen wir jetzt weiter und zwar zur Casa Azul, oder die heißt eigentlich anders, aber wir nennen sie so. Ja. Und zwar ist es keine wirkliche Sehenswürdigkeit, denn das ist kein Museum. Das ist nicht offen, da muss man klopfen und nachfragen und dann lässt der Wärter einen rein und führt einen durch. Also hoffentlich ist er da und hoffentlich lässt er uns rein. Da vorne ist es schon. Willst du es echt machen? Wir sind jetzt hier in dem Centro Cultural und das ist eigentlich geschlossen für die Öffentlichkeit, aber wenn man mit dem Guard redet, dann kann man da auch reinkommen und schauen uns gerade ein Buch an. Und dieses Buch ist aus dem Jahr? 1556. Und das liegt dann hier einfach und man kann da drin blättern. Mega cool. Lisa, sag mal, wo wir jetzt stehen. Im Balkon. Ja, komm, auf so einem Holzbalkon, gell? Wintergarten. Alter Wintergarten. Loggia. Un balcón para ver, adelante. Para ver fiestas, procesiones o carnavales. Aha. Oh, guck mal da. Geil.
Ein Geier. Wir sind jetzt auf dem blauen Haus. Und da? Ah ja. Und hier ist diese blaue Kuppel. Und von hier kann man dann über die Altstadt sehen. Mega cool. Wir sind wieder draußen. Das ist das Haus, wo wir drin waren. Und das ist so ein Abenteuer. Also wenn man mal, das ist so ein Geheimtipp, weil das also eigentlich niemand weiß. Einfach mal klopfen und mal fragen, ob man rumgeführt wird. Und für ein Trinkgeld macht man das dann. Genau. So cool. Gerade ist mega cool. Normalerweise, wir stehen, guck mal, wir können hier mitten auf die Straße stehen. Denn hier dürfen gerade keine Autos fahren. Alles ist abgesperrt. Da ist alles abgesperrt und hier ist alles abgesperrt. Da hinten sieht man sogar Polizeipferde. Denn heute ist ein Protest der Lehrer irgendwie und die dürfen nicht auf den Platz hier. Deswegen ist der abgesperrt und deswegen dürfen nur Touristen momentan auf den Platz. Und was noch cool ist, ist, dass normalerweise immer bewölkt ist in Lima. Ja. Und jetzt kommt die Sonne raus. Hammer. Hammer. Jetzt, da sind sie. Kommen immer mehr. Na.